Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und dieses Mal geht es wieder um das Thema Covid und was können wir selbst dafür tun, dass wir gut damit klarkommen. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. In meinem Aufklärungsvideo mit Frau Professor König hatten wir ja seinerzeit schon darüber gesprochen, was der Einzelne machen kann, um sein Immunsystem zu verbessern, um auch seine zelluläre Immunität zu verbessern. Und in vergangenen Videos habe ich auch schon darüber gesprochen, welche Bedeutung zum Beispiel das Vitamin D hat oder was man mit einer Vitamin C-Infusion erreichen kann. Und ich habe auch schon in Artikeln darüber geschrieben und sicherlich auch schon am Rande erwähnt, dass man über die PRMs, also die Pro-Resolving Mediators, eine Weiterentwicklung aus den essentiellen Fettsäuren DHA und EPA, eine Ausheilung erzielen kann. Und bei Covid ist es ja immer so, dass wir nicht nur bei den Impfungen, wo wir dann immer hören, da gehen die Gerinnungswerte hoch und die D-Dimere und möglicherweise die Thrombozyten nach unten. Nein, das passiert natürlich bei der echten Erkrankung möglicherweise auch. Und deswegen geht es ja darum, dass wir immer mit Mikrodurchblutungsstörungen zu kämpfen haben. Und alle Möglichkeiten, die also sozusagen die Gerinnungsfreudigkeit oder die Blutstillungsfreudigkeit der Blutplättchen reduzieren können, und dazu gehören im Wesentlichen die Antioxidantien, haben ja einen positiven Effekt. Nun geht es aber darum, dass man in einer iranischen Studie an schwer an Covid erkrankten Patienten getestet hat, inwieweit die Gabe von essentiellen Fettsäuren, nämlich Eicosapentaensäure, kurz EPA, und Docohexaensäure, kurz DHA, zu einem Benefit führen. Und dafür hat man 128 Patienten genommen und 42 davon bekamen 400 Milligramm EPA und 200 Milligramm DHA am Tag und die anderen waren die Kontrollpatienten. Und bums, nach einem Monat hat man geguckt, wer ist denn da noch übrig, und 21% der Verum-Gruppe, also die, die dieses Fischöl bekommen haben oder Algenöl, haben überlebt und in der Kontrollgruppe waren es nur noch 3%. Und bedenken Sie, hier ist wieder nur eine monokausale Studie gelaufen. Also es wurde nur eine Maßnahme ergriffen. Alles, was man synergistisch würde ergreifen können, um einen positiven Effekt zu erzielen, im Ausgleich von therapierbaren Therapieerfolgshindernissen, also Optimierung der Mikronährstoffsituation, ist hinten runtergefallen. Wir sehen also, monokausal geht eine ganze Menge und multifaktoriell geht wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Und wenn Sie das für sich umsetzen und wirklich mal schauen, was gibt es an therapierbaren Therapieerfolgshindernissen, dann sollten Sie eigentlich auch gut gerüstet sein für ein funktionsfähiges Immunsystem. Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.